Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de zu einer weiteren Folge, bei der wir weiter studieren wollen, wie Jesus seine Jünger belehrt über diese große Frage, wer ist der Größte? Und heute gibt es ein ganz tolles Gleichnis, das wir uns anschauen wollen und noch eine ganz interessante Idee, die Jesus hier seinen Jüngern vermittelt. Und bevor wir das tun, wollen wir niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir dein Wort haben und dass wir uns auf dich verlassen können. Herr, auf keinen Menschen kann man sich so verlassen, wie man sich auf dich verlassen kann. Und du bist so voller Gnade und Liebe und Stärke. Und Herr, wir möchten dich jetzt bitten, dass du durch dein Wort zu uns redest und dass die Schönheit deines Wesens und deines Charakters uns ganz deutlich vor Augen steht, dass alles Irdische und Menschliche seine Attraktivität verliert und wir näher zu dir kommen wollen. Danke, dass du uns einlädst und dass du versprochen hast, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Und darum bitten wir dich jetzt im Namen Jesu. Amen. Schlag mit mir auf Matthäus Kapitel 18. Matthäus Kapitel 18, ihr erinnert euch, das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, wie Jesus mit einer besonderen Metapher über das Salz gesprochen hat. Könnt ihr euch daran erinnern, wo Jesus gesagt hat, wir sollen mit Feuer gesalzen werden? Ja, und die Idee war, vielleicht kann das jemand noch kurz zusammenfassen, was wollte er damit sagen, als er gesagt hat, wir sollen mit Feuer gesalzen werden? Was war so die Hauptbotschaft dabei? Was wollte er sagen, als er gesagt hat, wir sollen mit Feuer gesalzen werden? Kann noch jemand erinnern? Das war in Markus 9, das war nicht in Matthäus 18. Das war in Markus 9. Und da haben wir gesagt, das Salz war ein Symbol, nur ganz schnell, dass wir das mal kurz in Erinnerung bekommen. Das Salz ist ein Symbol für Beständigkeit. Ja, wir haben gesagt, das Salz macht, dass ein Fleischstück oder so nicht so schnell vergeht. Es bewahrt, es konserviert. Und wir haben gesehen, jedes Opfer, und Jesus bezieht sich darauf, jedes Opfer im Alten Testament sollte gesalzen werden. Könnt ihr euch daran erinnern? Und da sprach das Alte Testament von einem Salz des Bundes. Genau, des Bundes. Denn die Opfer sollten nicht sporadisch sein, so heute wollte ich mal Vergebung haben, aber morgen interessiert es mich nicht mehr, sondern die Opfer, die gebracht werden sollten, sollten erstens zeigen, dass Gottes Bund ewig ist und dass auch wir konstant bei Gott bleiben sollen. Ja, dass dieser Salzbund unser Leben prägt. Erinnert euch daran, dass der David einen Salzbund hatte mit Gott, dass Gott ihm versprochen hatte, dass einer seiner Nachkommen für alle Ewigkeit regieren würde. Ja, das war Jesus Christus. Und in diesem Sinne haben wir gesagt, dass Feuer ist ein Symbol für die Liebe. Und mit Feuer gesalzen werden bedeutet, Gottes Liebe im Herzen tragen, die dazu führt, dass wir bei ihm bleiben und festbleiben. Und es hat dann Auswirkungen auf unser Reden. Wir haben gesehen, wir sollen Frieden untereinander halten. Das war ja der Punkt. Ja, die Jünger haben sich miteinander gestritten. Die haben gesagt, wer ist der Größte? Und Jesus sagt, haltet Frieden untereinander, habt Salz untereinander. Behaltet die Liebe Gottes immer in eurem Herzen. Denn wenn ihr die Liebe Gottes habt, könnt ihr euch nicht gleichzeitig selbst erheben, oder? Es ist unmöglich, sich selbst zu erheben und Gottes Liebe im Herzen zu haben. Denn Gottes Liebe denkt nicht an sich selbst. Ja? Die Liebe denkt nicht an das Ihre. Wir haben gesagt, das Problem der Jünger, diese Selbsterhöhung, konnte nur dadurch gelöst werden, dass sie die Liebe Gottes im Herzen haben. Denn wer liebt, denkt an wen? An den anderen. Ja? Wer liebt, denkt nicht, oh, da redet jemand und er nimmt mir den Posten streitig. Ja? Die Liebe denkt, wow, da redet jemand für Jesus, ich will ihn fördern. Ja? Die Liebe denkt, möge der andere einen besseren Platz haben als ich.
So denkt Gott. Und das, sagt Jesus, sollten die Jünger nicht nur ab und zu haben, wenn sie gerade begeistert sind von einer Predigt, sondern immerzu, auch wenn sie auf dem Weg sind, unterwegs sind und nur einfach vor sich hinreden, habt Liebe untereinander, habt Salz untereinander, habt Frieden untereinander und eure Worte sollen in Salz gewürzt sein, sagt die Bibel, ja, mit Gnade. Und so sollen wir uns überlegen, was wir sagen und vor allem Jesu Liebe beständig im Herzen tragen. Das war so die Idee. Und indem wir von der Liebe Gottes verändert werden, würde auch das Problem der Selbstsucht aus dem Herzen herausgerissen werden. Das war die Lektion, die Jesus ihnen gibt. Und jetzt schauen wir mal weiter in Matthäus 18. In Markus 9 sind wir da an einen Punkt gekommen, aber in Matthäus 18 geht diese Rede noch weiter. Es gibt noch mehr Details, die Jesus hier sagt. Schaut mal mit mir in Matthäus 18 und dort Vers 10. Also wir haben gerade gesehen, Jesus sagt den Jüngern, sie sollen nach Harmonie streben und nicht nach höchster Position. Und jetzt geht es weiter hier in Matthäus 18 und dort Vers 10. Wer mag mal lesen? Genau, also Jesus sagt, seht zu. Was heißt auf, mit anderen Worten, seht zu? Pass auf, ja. Kümmer dich darum, sorg dafür, ja. Das ist aktiv, ja. Pass auf ist vielleicht auch nur so, ja, achte drauf, aber seht zu, ja. Seht zu, dass du fertig wirst, sagen wir, ja. Johannes sagt in Johannes 2, seht zu, dass wir vollen Lohn empfangen und nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, ja. Seht zu, dass ihr euch nicht verführen lasst. Jesus sagt, seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet. Wen meint er mit diesen Kleinen, wenn er sagt, diese Kleinen? Die Schwachen, ja. Er hatte ja ein Kind herbeigeholt, erinnert euch, ja. Und die Jünger dachten natürlich, wir sind Jünger. Ja, wir sind schon ausgebildet, wir haben schon Missionsreisen gemacht, wir sind die Apostel, ja. Das ist ein kleines Kind, ja. Wir sind schon viel weiter. Und ihr sagt, passt auf, wenn ihr so denkt, wenn ihr jemanden, der kleiner ist als ihr, der schwächer ist, verachtet, ja, ist gefährlich. Und Selbsterhöhung führt automatisch dazu, dass man andere verachtet. Ja. Wer sich selbst erhöht, muss auf andere treten. Man kann nicht gleichzeitig sich selbst erhöhen und andere fördern. Heißt auf Deutsch, wer sich selbst erhöht, schadet anderen. Das ist das Problem an der Sünde. Ja. Sünde ist ich. Und dann schaue ich mal auf mich selbst und merke gar nicht, wie ich anderen schade. Und das bedeutet, nicht nur ist Egoismus schädlich für mich selbst, Egoismus führt auch oft dazu, dass andere Schiffbruch erleiden. Was meint ihr, wie viele Menschen die Gemeinde verlassen haben, weil sie sich daran gestört haben, wie egomanisch manche Geschwister in der Gemeinde gewesen sind? Ja, also nicht, dass das der einzige Grund gewesen wäre, aber das war ein Anstoß, an dem sie sich angestoßen haben, entmutigt worden sind und dann in Sünde gefallen sind und so weiter. Ja. Jesus sagt, seht zu, dass ihr niemanden verachtet. Ja, das ist diese Idee mit dem Anstoß. Ja, legt niemandem einen Anstoß. Wie ist Jesus mit schwachen Menschen umgegangen? Mit Menschen, die sowieso schon gefährdet waren, die schwach waren im Glauben. Wie ist Jesus mit denen umgegangen? Ganz genau, hat sie gestärkt. Schaut mal in Matthäus 12, wir lassen mal den Finger, wir kommen immer zu Matthäus 18 zurück. Ihr könnt euer Finger oder Band drin lassen. In Matthäus 12 und dort Vers 20. Dort steht, was Jesus mit dem geknickten Rohr macht. Ein Rohr, das also schon nicht mehr gerade ist, sondern geknickt ist. Ja? Man würde denken, naja, was, also ein geknicktes Rohr, was willst du damit machen? Kannst du gleich kaputt machen. Ja? Aber es heißt hier in Vers 20, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Wo wir sagen würden, also es lohnt sich nicht mehr, ja? So, das Rohr ist eh schon geknickt. Sagt Jesus, nein, wir versuchen es noch. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ich denke, wir alle kennen Menschen, die schwächer sind als wir. Geistlich schwächer, ja, bestimmten Situationen, wo wir sehen, okay, ich bin ihm irgendwie überlegen. Auf welche Art und Weise? Wie gehe ich mit ihm um? Helfe ich oder erhebe ich mich?
Ihr wisst vielleicht, dass Jesus, dass die Bibel sagt, dass man kleine Anfänge nicht verachten soll. In Sacharja 4, Vers 10, wer hat den Tag kleiner Dinge verachtet? Ihr wisst ja, Gottes Werk beginnt immer klein, oder? Wie ist das Volk Israel entstanden? Es war kein großes Volk, es war ein kleines Volk. Genau, wie klein war das Volk? Sehr klein. Wie klein? Abraham, genau, so eine Person, ja. Also gut, er hat ein bisschen Haushalt gehabt, ja. Aber es war im Prinzip eine Person, und zwar einer, der Flüchtling ist vielleicht das falsche Wort, aber ein Ausländer. Ja, er war ein Ausländer in Kanaan. Gottes Volk begann mit einem Ausländer, der seine Heimat verlassen hatte und hatte er nicht mal einen festen Wohnsitz. Der ist so von Ort zu Ort gewandert. Nicht, weil alle, es gab damals schon Städte, ja, aber der ist von Ort zu Ort gewandert. Leute in den Städten haben vielleicht gesagt, was ist das denn für Nomade? Ja? Ihr wisst vielleicht, im alten Orient gab es die Städter und die Nomaden. Und wer war mehr angesehen? Die Leute in den Städten, ja, die hatten Kultur, die hatten Bildung, ja, und die Nomaden, das waren so die Bauern, also nicht Bauern, aber die waren so eher so Barbaren. Ja. Aber Gottes Volk beginnt mit einem Nomaden. Dann später ist das Volk Israel ein verabscheutes Volk in Ägypten, oder? Wenn wir dann an die Christenheit beginnen, wie beginnt die Christenheit? Genau, mit ein paar Fischern, ja? ein paar Fischer, Zöllner, ja? Ein Wanderprediger, nicht einmal auf der Grundschule gewesen ist. Scheinbar in menschlichen Augen kleine Dinge. Übrigens, wie begann die Adventgemeinde? Mit einem Bauern, ja? Miller, einem Farmer. Und dann mit ein paar ungebildeten jungen Leuten, ja? Die sich zusammengetan haben, gesagt, wir halten den Sabbat, wir glauben, dass 1844 was passiert ist. In menschlichen Augen sind Dinge verachtenswert, die klein sind, die unbedeutend sind. Aber Gott sieht das anders. Ihr wisst vielleicht, er hat sich dem Mose in einem Dornbusch offenbart. Das Kleine und scheinbar Unbedeutende ist oft Gottes bewusste Methode, um zu wirken. Und wenn wir es verachten, so wie die Jünger gedacht haben, Johannes sagt ja, wir sahen einen, der in deinem Namen Dämonen austreibt und der folgt dir nicht nach. Das ist kein richtiger Jünger, ja, der ist noch nicht so weit, wie wir sind. Der darf das nicht machen, ja. Aber Jesus sagt, vielleicht kann ich ja durch den ganz anders wirken als durch euch. Paulus sagt im ersten Korinther, gerade was ist von der Welt missgeachtet, ja. Ganz genau. Also Jesus wünscht sich, er weiß natürlich auch, dass Johannes und Petrus mehr wissen als der Mann, den sie da zum Schweigen gebracht haben. Aber Jesus möchte nicht, dass wir jemanden, der weniger weiß und weniger kann oder schwächer ist, dass wir den verachten. Im Gegensatz, schaut mal mit mir in Römer 14. Paulus hat öfter darüber gesprochen. Und ihr wisst, Paulus war von allen Christen, die jemals gelebt haben, auf jeden Fall eher einer der Begabteren, oder? Also Ellen White sagt, es gab selten einen Lehrer wie Paulus überhaupt in der ganzen Weltgeschichte. Einer der größten Lehrer aller Zeiten. Der Missionar schlechthin. Ja? Dazu einer der gebildesten Theologen, den die christliche Kirche je gehabt hat. Einer, der mit den Philosophen in Athen so auf Augenhöhe reden konnte. Paulus war wirklich, also wenn sich jemand was einbilden konnte, dann Paulus. Ja, aber Paulus schreibt genau das Gegenteil. Schaut mal in Römer 14 und dort Vers 1. Da heißt es, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Paulus weiß, dass man manchmal über manche Dinge streiten könnte und einer hat vielleicht recht und der andere ist noch ein bisschen schwach im Glauben, aber Paulus sagt, anstatt euch zu streiten, nehmt einander an. Vers 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Ja? Der Johannes hatte diesen anderen Mann verachtet. Ja? Du darfst nicht im Namen Jesu predigen. Aber Paulus sagt uns hier, wenn wir andere richten, dann verachten wir sie auch. Als würden wir vielleicht nicht so denken, ja. Aber wenn ich sage, du bist sozusagen böse, ja, oder das darfst du nicht, oder ich spreche ein Urteil über dich, dann erhebe ich mich selbst. Und übrigens, wenn Menschen auch in der Gemeinde andere richten, also ich rede nicht davon, dass man Sünde beim Namen nennen muss im Geist Jesu, ist was anderes. Aber wenn man einen Menschen richtet, das ist immer ein Zeichen dafür, dass der richtet, sich selbst erhöht eigentlich und selbst ein Problem mit dieser ganzen Sache hat. Schaut mal in Vers 13. Römer 14, Vers 13. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Stellt euch mal vor, wenn jeder in der Gemeinde, der ist,
in jeder Gemeinde, sich jeder die Frage stellen kann, wie kann ich meinem Bruder, meiner Schwester den Weg zum Himmel so einfach wie möglich machen? Wie kann ich einem anderen helfen, dass er möglichst keinen Anstoß bekommt? Wenn alle so denken würden, es gibt viel weniger Streit und viel mehr Himmel auf Erden und Jesus könnte viel besser durch seine Gemeinde wirken. Das ist, was Paulus sagt. Schaut mal in Vers 14. Ich weiß und bin überzeugt, in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich und für sich unrein ist, sondern es nur für den Unrein, der etwas für unrein hält. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit einer Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. Also Paulus sagt, es gibt Fragen, da lohnt es sich nicht zu streiten, weil wenn wir streiten und uns selbst erhöhen, dann wird jemand verloren gehen. Und noch Vers 21. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und kein Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Und dann sagt er sogar in Kapitel 15 und dort Vers 1. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Könnt ihr sehen, diesen Unterschied? Entweder trage ich die Schwachen, oder ich habe Gefallen an mir selbst. Das ist das Problem. Wenn wir an uns selbst Gefallen haben, dann sehen wir die Probleme der anderen eher als unsere eigenen Probleme. Weil wenn ich selbst an mir Gefallen habe, dann sehe ich nicht so sehr meine Probleme. Denn wenn ich meine Probleme sehe, habe ich nicht so viel Gefallen an mir. Und das ist also sozusagen ein direkter Kreislauf sozusagen. Paulus hat sich immer mit den Schwachen identifiziert. Schaut mal 1. Korinther 9 und dort Vers 22. 1. Korinther 9 und dort Vers 22. Da sagt Paulus, dem Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. 1. Korinther 9, Vers 22. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Paulus hat verstanden, was Jesus hier sagen will. Das werden wir gleich sehen. Denn das Ziel im christlichen Leben ist niemals Recht zu haben. Das Ziel ist niemals Recht zu haben. Das Ziel ist, andere zu retten. Um andere zu retten, brauchen wir Wahrheit. Ja, ohne Wahrheit kann man niemanden retten. Nur die Wahrheit führt zum Heil. Aber es ist ein Unterschied, ob ich über die Wahrheit rede, um jemanden zu retten. Dann überlege ich mir ganz genau, was ich sage und wie ich sage und wann ich sage und in welcher Reihenfolge ich es sage. Oder ob ich die Wahrheit sage, weil ich Recht haben will. Dann sage ich alles auf einmal und zwar auf eine Art und Weise, die den anderen abstößt, weil ich habe ja Recht. Und das ist das Problem, das wir oft haben, dass wir nicht verstehen, dass man Wahrheit auf zwei verschiedene Art und Weise benutzen kann. Man kann Wahrheit benutzen, um andere zu retten. Und man kann Wahrheit benutzen, um Recht zu haben. Und Paulus warnt uns davor, wie die ganze Bibel uns davor warnt, dass wir Recht haben wollen. Wenn Gott Recht haben wollte, hätte er gar nicht seinen Sohn gesandt. Er war die ganze Zeit im Recht. Aber Gott hat nicht gedacht, wie kann ich nur beweisen, dass ich Recht habe. Er wollte uns retten und hat damit sogar viel auf sich genommen, um uns zu retten. Das ist die Geisteshaltung, die Jesus seinen Jüngern und uns beibringen möchte. Schauen wir mal in Galater 6, Vers 1. Es geht ja nicht nur um die Schwachen, die jetzt einfach, sage ich mal, ein bisschen ungebildet sind oder unerfahren sind, sondern auch die, die schwach sind, weil sie vielleicht öfter Fehler machen. Die, die schwach sind, weil sie in Sünde gefallen sind. Ja? Und die sich irren, ja? Die eine falsche Idee haben oder so. Was sollen wir mit denen machen? Sollen wir uns über die erheben, die nicht so denken wie wir? Ich denke, wenn wir ganz ehrlich sind, Kapitel 6, Vers 1, wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir alle schon in unserem Leben gedacht, dass unser Glaube besser ist als der von einem anderen. Das haben wir wahrscheinlich alle schon damit zu kämpfen gehabt. Und Paulus sagt uns hier in Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, was sollen wir tun? Was sollen wir tun, wenn wir sehen, dass jemand sündigt, jemand einen Fehler macht? Helfen. Ja. Wir sollen nicht einfach zugucken und sagen, naja, soll doch Jesus ihm das zeigen. Ja? Das soll uns nicht egal sein. Wir sollen die Sünde nicht ignorieren. Aber wir sollen sie nicht einfach nur sozusagen exponiert tadeln, ohne zu helfen. Er sagt, was sollen wir tun? So helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Man erkennt geistliche Menschen daran, dass sie versuchen, Sündern
das ewige Leben zu erklären. Dass sie versuchen, Irrende zu Jesus zu bringen. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Ja? Das ist also, weil die Gefahr da ist, dass man, auch wenn man mit Menschen zu tun hat, die sich in einem Irrtum befinden, dass man sich leicht selbst erhöht. Ja, das kann passieren, deswegen pass auf. Und jetzt ist es interessant, was Jesus hier in Matthäus 18 sagt. Etwas, was die Jünger wahrscheinlich sehr verwundert hat. In Matthäus 18, Vers 10 haben wir gesehen, was das Besondere an diesen Kleinen ist, diesen Schwachen, auf die Jünger herabgesehen haben, weil sie dachten, ey, wir sind Apostel, ja, wir sind hier die Elite in der Gemeinde. Und Jesus sagt, schaut mal, wisst ihr eigentlich, wer diese Kleinen bewacht? Schaut mal, was in Vers 10 steht. Genau, ihre Engel. Aber was sind das für Engel? Welche Engel bewachen die Schwachen? Himmlische Engel, genau. Aber welche Engel im Himmel? Ja, genau, aber okay, genau, also sie haben Engel, ja, die Schwachen haben Engel, okay, so, und die Engel kommen aus dem Himmel. Kann man noch genauer sagen, welche Engel das sind? Die Gott geschaffen hat? Ach, die Gott beschimpft, ja, also die nahe bei Gott sind, die ihn sehen. Schaut mal, das ist eine ganz interessante Idee. Und zwar schaut mal mit mir, lasst mal euren Finger hier, in Esther. Esther Kapitel 1, Vers 14. Im Buch Esther wird ja eine Geschichte erzählt, die jetzt für unsere Zwecke jetzt nicht so entscheidend ist, aber da geht es um den König von Persien, ja? Den Ahasveros, der ist wohl der König Xerxes gewesen, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und schaut mal, was dort steht, das ist ein Detail hier in Vers 14. Schaut mal in Vers 14. Da heißt es in Esther 1, Vers 14. Und ihm zunächst saßen Karschena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena und Memuchan, die sieben Fürsten der Perser und Meder, die das Angesicht des Königs sahen und die ersten Stellen im Königreich einnahmen. Da heißt es also, dass die sieben Fürsten, die sieben größten Fürsten der Meder und Perser, dass die das Angesicht des Königs gesehen haben. Übrigens, wisst ihr, warum es sieben waren? Müsst ihr nicht wissen, aber hat sich jemand vielleicht mal gehört, warum es sieben solche Fürsten gab? Das hängt damit zusammen, als Darius der Erste, das ist der dann den zweiten Erlass in Esra gegeben hat, als der sich an die Macht geputscht hat, als er diesen falschen Smerdes aus dem Weg geräumt hat, da waren es sieben Verschwörer. Und Darius war einer von denen. Ja. Und dann hat man sozusagen dann nach dieser Verschwörung, als Darius König wird, dieses Amt oder diese Institution geschaffen, die sieben Weisen von Persien. Ja, und das kann man in der Geschichte nachweisen und die hat es wirklich so gegeben. Und hier werden die berichtet. Warum, also durften nicht alle Perser den König sehen? Also warum heißt es, dass sie das Angesicht des Königs sehen durften? Konnte nicht jeder Perser einfach, wenn er Lust hatte, zum König gehen und sagen, hey, ich habe was zu sagen? Selbst die Königin Esther durfte nicht, ja, die musste sich, also das war eine heikle Sache, ja. Man durfte den König nicht ohne weiteres so persönlich da belästigen. Das heißt, das Angesicht des Königs zu sehen, war die höchste Ehre, die es gab. Nur einem besonderen Kreis von besonders mächtigen Fürsten vorbehalten. Denn der König war für die allermeisten unsichtbar. Das war die Idee. Man konnte den König wirklich nicht sehen. Der war in seinem Palast eingeschlossen. Der war buchstäblich unsichtbar sozusagen. Ja? Und das ist jetzt die Idee. Jesus sagt, wisst ihr, dass die Engel von diesen Kleinen sind die Engel, die im Himmel das Angesicht Gottes sehen. Was er damit sagen will, das sind die stärksten und größten Engel. Ich meine, Engel sind immer stark. Ja? Und Engel sind immer größer als wir, sind immer stärker und größer als wir. Ich glaube, was ich aber sagen möchte, ist, ob ihr es glaubt oder nicht, die allergrößten Engel, ja, wenn im Himmel so zusammenkommt, ja, und all die Millionen und Milliarden Engel zusammenkommen, dann gibt es ja auch, es gibt ja Oberengel sozusagen, also Engel, die andere Engel anführen, Generäle sozusagen, ja. Gabriel ist der Höchste. Da gibt es offensichtlich einige, die besonders hohe Positionen haben. Und wenn sozusagen Gott verteilt, welcher Engel beschützt welchen Menschen, ist es nicht so, dass Gott sagt, oh, hier ist der Generalkonferenzpräsident und hier sind der Evangelist so und so und hier sind die besonders gebildeten Theologen, die brauchen wichtige Engel. Wem sendet er die größten Engel, die stärksten Engel, die besonders nahe bei ihm sind? Hast du mal darüber nachgedacht, dass der Bruder oder die Schwester, auf den du vielleicht manchmal so ein bisschen herabschaust und sagst, naja,
was der immer so denkt, ja, wie der sich immer benimmt, was der so für Probleme hat, dass Gott ihm einen stärkeren Engel an die Seite stellt als dir selbst. Also ich meine, du hast auch einen starken Engel, das ist keine Frage, aber ich will damit deutlich machen, Jesus macht deutlich, so wie ihr denkt, so denkt Gott nicht. Die Schwachen brauchen den Arzt, nicht die Starken. Und je schwächer, desto stärker muss der Arzt sein sozusagen. Der Helfer, ist doch logisch. Die, die am schwächsten sind, haben die stärksten Helfer. Und schaut mal, was ist die Aufgabe der Engel? Was sagt uns Hebräer 1, Vers 14? Könnt ihr vielleicht auch so, müssen wir nicht hingehen, aber in Hebräer 1, Vers 14 steht, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche das Heil erben sollen? Die Engel sind ausgesandt, um zu dienen. Ist interessant, oder? Hier ist also Johannes, Apostel von Jesus, und da ist ein Engel Gottes. Und beide sehen diesen fremden Mann, ja, der Dämonen austreibt im Namen Jesu. Der ist vielleicht noch nicht so weit, wie er sein sollte. Ja? Johannes denkt sich, meine Güte, das darf er nicht. Ich muss ihm Redeverbot erteilen. Ich muss ihn beschränken. Der Engel Gottes, der viel weiser und viel stärker ist als Johannes, sagt, ich will ihm helfen. Und Jesus sagt das, um uns deutlich zu machen, wenn wir wirklich eine hohe Position haben wollen. Denn was er hier beschreibt, jetzt denkt mal drüber nach, wer sind also diese Engel? Es sind die Engel, die die höchste Position haben unter den Engeln. Und wenn sie am Thron Gottes stehen, dann haben sie die höchste Position wo? Also wie nennt man das, wo Gott seinen Thron hat? Im Allerheiligsten, das stimmt, okay. Also wenn man einen Thron hat, dann ist man was? Ein König. Also hat Gott ein Königreich. Wer sind die Höchsten im Reich Gottes? Genau diese Engel, die um ihn stehen. Das sind die Höchsten im Reich Gottes. Ja. Was war die Frage der Jünger? Wer ist der Höchste? Wer ist der Größte? Ja. Petrus, bist du der Größte? Du, Johannes, ich bin der Größte, ich bin der Größte. Jesus sagt, wisst ihr, wer die Größten sind? Die Größten sind so groß, die seht ihr nicht mal. Die Größten kümmern sich die ganze Zeit um dieses kleine Kind, das ihm nicht zustößt. Das sind die Größten. Verschiebt damit völlig die Perspektive. Sie haben sich die Frage gestellt, wer ist der Größte? Hier kommt die Antwort. Die Größten im Himmel dienen den Kleinsten. Die Größten in der Gemeinde sind die, die den Kleinsten helfen. Das ist die Idee. Und jetzt erklärt er das noch weiter in Matthäus Kapitel 18. In Matthäus Kapitel 18 und dort in Vers 11, jetzt kommt ein Denn. Denn. Da heißt es nämlich jetzt in Vers 11, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Wenn da denn steht, ist es immer die Begründung für das, was vorher gestanden hat, oder? Wer ist denn der Sohn des Menschen? Das stimmt. Aber Sohn des Menschen hat ja Jesus nicht erfunden. Woher kommt dieser Titel Sohn des Menschen? Von Daniel. Und wo dort in Daniel heißt irgendjemand Sohn des Menschen? Also wo steht dort jemand? Oder wo? In Daniel 7. Und wer ist dort der Sohn des Menschen? Jesus, ich weiß. Aber was macht der Sohn des Menschen? Worum geht es in Daniel 7? Das ist so die Idee in Daniel 7. Also allgemein in Daniel 7. Worum geht es in Daniel 7? Ja, auch. Also wenn man mal Daniel 7 in einem Satz zusammenfassen würde, worum geht es da? Daniel 7? Da gibt es einen Löwen und einen Bär und einen Panther und ein schreckliches Tier. Worum geht's? Nicht das Standbild, das ist Daniel 2, aber es ist so ähnlich wie das Standbild. Es geht um Tiere. Und die Tiere stehen für Weltreiche. Nicht um Weltreiche, Weltreiche. Babylon, Medo-Persien, Griechenland. Und was passiert mit den Weltreichen? Eins kommt auf das andere. Was ist ihr Ziel? Was wollen diese Weltreiche? Ja.
Die wollen die Welt beherrschen, oder? Dann kommen die Medo-Perser und sagen, wir wollen die Welt erobern. Dann kommen die Griechen und sagen, wir wollen die Welt erobern. Und dann kommen die Römer und sagen, wir wollen die Welt erobern. Und dann kommt nach dem Römischen Reich kommt das kleine Horn, ja, das die Welt kontrollieren möchte. Das heißt, die Idee in Daniel 7 ist, wer regiert die Welt? Oder? Wer hat die Herrschaft über diese Welt? Und ein Reich nach dem anderen fällt. Und dann, hast du richtig gesagt, sieht Daniel in Daniel 7 ein Gericht im Himmel. Ja? Gericht setzte sich, der Alte an Tagen setzt sich auf einen Thron. Und dann kommt jemand zu dem Alten an Tagen im himmlischen Gericht. Wer ist das? Der Sohn des Menschen. Ein Mensch. Und was erhält der Menschensohn dort? Was erhält der Sohn des Menschen dort? Ja, Gericht ist auch, aber schaut mal mit mir, Daniel 7. Das muss uns gut vor Augen sein. In Daniel 7, was wird dort mit dem Sohn des Menschen getan? Was passiert mit dem? In Daniel 7, also wir haben die ganzen Weltreiche, da kommt das kleine Horn, da kommt das Gericht. Und dann in Daniel 7, Vers 13, Daniel 7, Vers 13 und 14, da heißt es, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Da kommt der Titel, der Sohn des Menschen. Okay, jetzt weiter. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht und ihm wurde was verliehen? Herrschaft, Ehre und Königtum. Also Babylon hat ein Königtum, Medo-Persien hat ein Königtum, Griechenland hat ein Königtum, Rom hat ein Königtum, das ist der Horn, war ein König. Und jetzt kommt der Menschensohn. Aber was ist an dem Menschensohn anders als an Babylon und Medo-Persien und Griechenland und Rom? Was ist an dem anders hier? Was ist an seinem Königtum anders? Genau. Alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Haben alle Völker, Stämme und Sprachen Babylon gedient? Nein, die Indianer wussten nichts von denen. Haben alle Stämme und Sprachen den Medern und Persern gedient? Den Römern? Den Griechen, den Römern, selbst dem Papsttum nicht. Aber es gibt ein König, der wird weltweit regieren. Und zwar wie lange? Ewig. Nicht wie Babylon 70 Jahre oder Medo-Persien 200 Jahre oder Griechenland 200 Jahre oder Rom irgendwas bei 600 Jahren, sondern bis in alle Ewigkeit. Mit anderen Worten, von der Perspektive aus Daniel 7 ist dieser Sohn des Menschen die absolute Verkörperung von Macht. Das ist der König der Könige. Das ist die Idee. Sohn des Menschen in Daniel 7 ist der Superkönig. Der König, der über alles regiert und zwar für alle Zeiten. Das, was Nebukadnezar nicht geschafft hat und das, was Alexander der Große nicht geschafft hat und was Kyros nicht geschafft hat und was Augustus nicht geschafft hat und was die Päpste nicht geschafft haben, was Napoleon nicht geschafft hat, was niemand jemals geschafft hat, schafft der. Er hat sozusagen die absolute Machtfülle über alles für immer. Man kann sich keinen größeren König vorstellen als den Sohn des Menschen in Daniel 7. Jetzt wisst ihr auch, warum die Israeliten so sehr erpicht waren auf den Sohn des Menschen. Ja, die haben gedacht, wenn der kommt, werden wir Weltmacht. Und jetzt sagt Jesus etwas. Er hat schon gesagt, okay, die obersten Engel dienen den kleinen Kindern. Aber es gibt noch einen, der über den obersten Engeln steht. Einer, der noch mächtiger ist als Gabriel und die anderen großen Engel, die jetzt den Kleinen dienen. Wer ist es, der ganz oben steht? Wer ist der Größte im Reich Gottes? Es ist der Sohn des Menschen. Und Jesus kann da mit Autorität sprechen, denn er ist der Sohn des Menschen. Und er sagt, ich bin der Größte. Und was mache ich? Ich bin gekommen, um zu retten, was verloren ist. Wenn der absolut mächtigste König aller Zeiten sagt, genau darum geht es in meinem Königreich. Ist die ganze Idee von, wer ist der Größte, total absurd. Absolut absurd. Und das ist, was er hier sagen will. Schauen wir noch ganz kurz in Johannes 3, Vers 17. Johannes 3, Vers 17, wir sind gleich am Ende angelangt. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf müssen wir nächstes Mal machen. Zeit rennt immer so schnell, aber gibt so viel zu sagen. Johannes 3, Vers 17.
Johannes 3, Vers 7. Ja? Wenn es irgendjemand geben könnte, der berechtigt wäre zu richten, dann Jesus. Er wird ja auch am Ende richten, weil er dazu berechtigt ist. Aber er kam nicht in die Welt, um zu richten, obwohl er der Richter ist. Wie viel weniger sollten dann wir andere richten in Gottes Gemeinde oder darüber hinaus? Er kam, um zu retten. Schauen wir noch einen Vers an in Matthäus Kapitel 9, Vers 12 und 13. Matthäus Kapitel 9, Vers 12 und 13. Er aber hörte es und sagte: Nicht die starken Bedürfnisse des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was es heißt: Barmherzigkeit bin ich und nicht Opfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Genau. Ganz einfaches Prinzip, aber für uns nochmal so schwer zu verstehen, dass wenn wir Gott in unserem Herzen haben, braucht er uns, um andere zu erreichen. Nicht damit wir nur unter unsersgleichen uns gegenseitig immer erzählen, wie toll wir alle schon erkannt haben. Die Schwachen brauchen einen Arzt. Und das hat Jesus gewusst. Deswegen kam er auf die Welt. Die Starken brauchen keinen Arzt. Und deswegen sagte er, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Warum? Was haben die Pharisäer gedacht? Was haben die Pharisäer gedacht? Wenn sie nur alle Opfer richtig machen, so wie es vorgeschrieben steht, dann ist Gott zufrieden. Und er sagt, ich will das gar nicht so. Was ich will, ist, dass ihr den Schwachen helft. Daran besteht das Reich Gottes. Und ich glaube, was wir daraus lernen können, ich und wir alle, die wir jetzt hier zuhören und zuschauen, was wir lernen müssen, ist, dass wir entwickeln einen Blick dafür, wer schwach ist. Und dass wir dann nicht sagen, ah, der ist schwach, weil der hat diese Sünde in seinem Leben. Zum Glück habe ich die nicht. So wie der Pharisäer. Ja? Dass wir sagen, Mensch, hier ist jemand, vielleicht könnte ich dem helfen. Vielleicht bete ich jetzt, ich spreche mit ihm, ich versuche ihm zu helfen, ich versuche sein Freund zu sein, um ihn Schritt für Schritt näher zu Jesus zu bringen. In so einer Gemeinde kann kein Streit ausbrechen. Und das ist das, was die Jünger, ich meine, die Jünger haben schon viel mit Jesus erlebt, aber es war noch nicht so richtig durchgedrungen. Und ich vermute mal, auch wir haben viel mit Jesus erlebt, aber es ist manchmal nicht wirklich durchgedrungen zu uns. Deswegen muss Jesus uns das sehr klar und deutlich erklären. Noch ein letzter Vers in Matthäus 10 und dort Vers 16. Es war ja nicht so, dass die Jünger das noch nie gehört hatten. Ja? Jesus wiederholt seine Lektion, er vertieft sie. In Matthäus 10 und dort Vers 16 heißt es, Matthäus 10, Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Ah nee, das, ich wollte gar nicht lesen, Entschuldigung, Vers 6, nicht 16, das ist auch ein toller Vers. Aber ich wollte Vers 6 lesen mit euch, Entschuldigung. Da heißt nämlich, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Er hatte schon damals gesagt, geht zu den Verlorenen. Ja. Das ist euer Auftrag. Und unser Auftrag heute ist es, uns um die zu kümmern, die schwach sind, die verloren sind. Lohnt sich vielleicht mal morgen darüber nachzudenken, Herr, gibt es heute jemand in meinem Leben, oder heute schon, oder jeden Tag, der schwach ist, dem ich helfen kann. Das ist Gottes Wunsch. Allerletzter Vers in 1. Timotheus 1. 1. Timotheus Kapitel 1. Und dort Vers 15. 1. Timotheus Kapitel 1 und dort Vers 15. Paulus hatte das verstanden. Jetzt wisst ihr auch, warum Paulus sich nicht selbst erhöht hat. Schaut mal hier. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Von denen ich der Erste, der Größte bin. Warum hatte Paulus kein Problem mit der Selbsterhöhung hier in diesen Stellen? Weil er wusste, wie tief er selbst gefallen war. Wenn wir uns bewusst machen, wie groß unsere Sünde ist und wie groß Gottes Liebe ist, dass er mir, Christopher, vergeben hat, dann ist es viel schwerer, sich selbst zu erhöhen, wenn man sich bewusst macht, wie tief man gefallen ist. Und ich glaube deswegen,
empfiehlt uns auch Ellen White, dass wir jeden Tag über das Kreuz Jesu nachdenken, über das, was Jesus für uns getan hat. Nicht, weil wir das vorher noch nie gemacht haben, sondern weil wir, wenn wir auf das Kreuz schauen, wir sehen, wer wir wirklich sind und wie sehr wir Jesus brauchen. Und das ist das beste Gegenmittel gegen Stolz und Egoismus. Wenn wir uns vornehmen, dass wir darauf achten, wo wir anderen Schwachen helfen können. Und so wie Paulus sagen, ich bin dankbar, dass Jesus für mich in die Welt gekommen ist, weil ich selbst ein schwerer Sünder bin. Und was ich mit Jesus erlebt habe, das wünsche ich anderen auch. Und deswegen möchte ich sie stärken und für sie da sein. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und dass wir es gut verstehen können. Danke, dass du uns gezeigt hast, dass die Stärksten und Größten in deinem Reich genau das tun, was wir oft für unwichtig halten, nämlich die Schwachen zu stärken und für sie da zu sein. Herr, oft ist unser Denken so sehr durch die Welt verdreht, dass wir manchmal Mühe haben zu verstehen, wie eigentlich dein Reich wirklich funktioniert. Aber wenn wir auf dich schauen und von dir lernen, dann verstehen wir es. Und Herr, darum bitten wir dich von ganzem Herzen, dass du in unserem Herzen die Prioritäten wieder richtig ordnest. Und dass wir verstehen, dass wir keinen höheren Platz erreichen können als am Kreuz von Golgatha. Und keine höhere Position, kein höheres Amt, keine größere Macht haben können, als einen schwachen Sünder zu dir zu führen. Das ist das Allerhöchste, was man überhaupt tun kann. Und danke, dass du diese Aufgabe jedem Einzelnen von uns gibst. Das danken wir im Namen Jesu. Amen.